Seit Generationen schon gilt die alte Stadelzeile der burgenländischen Gemeinde Purbach als kulturhistorisches Wahrzeichen und als Anziehungspunkt für Volkskundler und Architekturinteressierte. Ihre schlichte Funktionalität begeistert und beeindruckt alle, die offenen Auges dem Ort am Westufer des Neusiedlersees einen Besuch abstatten. Der untere Teil der Giebelwandmauer von dieser Stadelreihe ist die ehemalige Wehrmauer, die um Purbach gebaut wurde im 17. Jahrhundert. Man sieht das an den schießscharfen Steinen da im Mauerwerk. Die Stollen haben vor allem gedient für Heulager und Strohlager und haben zwischen den Mittelsäulen und Balken eine Lage Pfosten gehabt auf diesen unbehauenen, teilweise Spanen, Balken, und die relativ langen Sporen sind unterstützt mit einer Mittelpfettner, die jeweils auf den Geschwären, auf den Vollgeschwären aufliegen und die Kräfte dort abgeleitet werden. Zwischen den einzelnen Stollen gibt es immer die sogenannte Reiher. Die hat ihren Zweck zur Entwässerung der Dachwässer, weil traditionellerweise die Dachflächen der Stollen keine Regenrinnen oder Ähnliches hatten. Da sieht man sehr deutlich, dass sie diese Mauern nach außen bewegen, und der Eigentümer der beiden Stollen da hat über Stützgurten die beiden Mauern gegenseitig abgestützt. Wir befinden uns hier hofseitig von einem Stadel der Stadelreihe in Purbach, sehen diesen Stadel in seiner Dimension größer als die beiden Halbwirtschaftsstadeln, und dieser große Stadel wird auch noch betriebswirtschaftlich von dem Eigentümer, einem Winzer, genutzt. Hier sieht man die Funktion einer Zwischendecke, ursprünglich bei diesen Stadeln verwendet als Heu- und Strohlager. Hier ist es modernisiert worden mit den handelsüblichen Schnittholzprofilen, und diese Ebene wird verwendet als Lagerfläche für diverse Gegenstände.